zur Videoandacht der Evangelischen Kirchengemeinde im Vorgebirge im November. November, ein Monat, mit dem wir trist, grau, regnerisch, kalt verbinden. Zwischen Herbstferien und Advent gelegen, irgendwo im Niemandsland, im Zwischenraum. Auch wenn heute an Allerheiligen die Sonne noch schön und wärmend strahlt, wissen wir, es wird immer kälter werden, es wird immer früher dunkel werden, es wird wahrscheinlich nass und kühl und regnerisch. Und wenn wir auf Winter warten, dann müssen wir noch lange warten, bis die weiße Pracht, die wir damit verbinden, vielleicht bei uns auch ankommen wird. November, das ist der Monat des Dazwischen. Es ist der Monat, an dem die Herbstferien lange vorbei sind, die Sommerferien sowieso, an dem Weihnachten noch eine Ecke hin ist, jedenfalls für die, die darauf warten. Für alle anderen, die schon um Geschenke besorgt sind, rückt es mit drastischen Schritten näher. Es ist der Monat dazwischen. Der Zwischenraum, in dem ich Sie einladen möchte, sich Zeit zu nehmen. Zeit, einmal zurückzublicken und Zeit, nach vorne zu sehen. Zwei Feiertage im November laden uns dazu ebenfalls ein. Das eine ist der Ewigkeitssonntag, an dem wir zurückblicken und derer gedenken, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind und auch in den Jahren davor, der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Und der zweite Feiertag, kirchliche Feiertag im November, ist für uns der Buß- und Bettag, der Tag, an dem wir als Gesellschaft innehalten wollen und uns fragen, wo sind die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, wo sind die Dinge, die vielleicht besser laufen sollten in Zukunft. Ich möchte Sie einladen, diesen Rückblick mit mir auf einem Weg zu gehen. Ein Weg durch das Vorgebirge mit einigen Stationen, in denen wir gedenken und zurückblicken und innehalten und mit Gott in Kontakt sind. Und dabei helfen soll uns der Monatsspruch für den Monat November aus dem Brief des Paulus an die Thessalonicher. Gott aber richte eure Herzen aus auf die Liebe und auf das Warten auf Christus. Kommen Sie mit mir durchs Vorgebirge. Ich freue mich darauf, Sie mitzunehmen. November ist der Monat, in dem wir traditionell besonders unserer Toten gedenken. Das beginnt an Allerheiligen am 1. November, dem Tag, an dem unsere katholischen Schwestern und Brüder auf die Friedhöfe zu den Gräbern gehen. Und es ist bei uns der Ewigkeitssonntag früher, der Totensonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr Ende November, an dem wir aller derer gedenken, die verstorben sind aus unserer Gemeinde im vergangenen Jahr. Natürlich fragen wir uns dann auch besonders, was ist jetzt mit diesen Menschen, die verstorben sind? Und die ehrliche Antwort ist, keiner von uns weiß es sicher. Aber wir haben aus der Bibel und aus den Jahrhunderten vor uns einige Bilder übernommen, mit denen wir versuchen, Antworten auf diese Fragen zu geben. Und eines dieser Bilder ist, die Verstorbenen sind geborgen in Gottes Hand. Sie sind an einem Ort, an dem ihnen nichts zustoßen kann, an dem ihr Wesenskern besteht und fortdauert. Aber es ist zugleich ein Ort, an dem wir, für die die Zeit weiterläuft, für die Veränderung zum Tag gehört, den wir nicht erreichen können mit unseren Mitteln. Wir müssen darauf warten, bis eines Tages auch wir an diesem Ort sein werden. Sie sind geborgen in Gottes Hand, das bedeutet zugleich, wir müssen uns keine Sorgen um sie machen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass sie schon jetzt an dem Heil teilhaben, auf das wir alle hoffen. Die volle Teilhabe am Reich Gottes, an einer Welt und einem Zusammenleben in Gemeinschaft, wo Gerechtigkeit und Frieden herrschen und nicht Schmerz und Trauer und Unheil. Für uns bedeutet das, wir müssen Abschied nehmen von ihnen, müssen darauf verzichten, mit ihnen im direkten Austausch zu sein,
müssen lernen, unser Leben so zu leben, dass wir ohne sie weitergehen können. Und doch bleiben sie in unseren Herzen präsent und in unseren Erinnerungen, sodass wir nie ganz ohne sie sind und sein werden. Zugleich mit diesem Schmerz über den Verlust erleben wir auch die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit für das, was wir von den Menschen erhalten haben, was wir von ihnen gelernt haben, wo sie uns geholfen haben und unterstützt haben. Und beides, den Schmerz wie die Dankbarkeit, bringen wir vor Gott. Wir beten: Himmlischer Vater, wir trauern um Menschen, die nicht mehr bei uns sind. Wir bitten dich, steh uns bei in unserer Trauer. Tröste uns, hilf uns, unseren Weg zu gehen, im Gedenken, in der Erinnerung an die, die einst bei uns waren, und zugleich im getrosten Bewusstsein, dass sie bei dir geborgen sind und dass auch wir bei dir geborgen sind. Wir sind hier oberhalb von Alfter, am Heimatblick auf dem sogenannten Friedensweg. Ein Weg, den Wilhelm Maucher angelegt hat, um Menschen daran zu erinnern, wie wichtig und zugleich wie gefährdet Frieden immer wieder ist und wie sehr wir von unserem Weg des Friedens abzuweichen drohen in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Wilhelm Maucher hat von 1903 bis 1993 gelebt, ist auch bekannt als der Rebell des Vorgebirges, wurde unter den Nazis verfolgt, hat sich verstecken müssen und hat dann nach dem Krieg hier diesen Weg angelegt mit 10 Geboten, die zu uns sprechen sollen, wo wir auf Waffen verzichten, wie wir Frieden leben, wie wir auf Gewalt verzichten und ohne Gewalt leben wollen. Auch das ist Teil unserer Geschichte, dass wir als Gesellschaft, wie als Einzelne, nicht immer dem gerecht geworden sind, wie wir eigentlich gerne leben und handeln wollen. Dass unsere Gerechtigkeit nicht immer wirklich Gerechtigkeit geschaffen hat, dass unser Handeln für Frieden nicht immer Frieden geschaffen hat und dass wir oft zu Gewalt gegriffen haben, um andere Menschen dahin zu bringen, das zu tun, was wir gerne von ihnen wollten. Diese Fragen in der Gesellschaft wie auch in unserem einzelnen Leben sind es, die uns am Buß- und Betag im November besonders bewegen. Und ich lade Sie ein, auch jetzt darüber nachzudenken und mit zurückzuschauen auf Ihr letztes Jahr. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann geht es jedem und jeder von uns so, dass wir Momente finden, in denen wir unseren eigenen Idealen nicht gerecht geworden sind, in denen wir zurückgeblieben sind hinter den Standards, die wir eigentlich gerne an unser Leben anlegen wollen. Und die gute Nachricht dabei ist, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns trotzdem liebt, dass Gott uns in unserer Unvollkommenheit, in unserer Inkompetenz an manchen Stellen, in dem, wo wir uns nicht gerecht werden, liebt und sagt: Du gehörst trotzdem zu mir. Ja, du gehörst gerade deshalb zu mir, weil du mich brauchst, weil du die Möglichkeit haben sollst, dich zu verändern. Gott hat uns die Möglichkeit geschenkt, jeden Tag neu, erneut zu versuchen, dem gerecht zu werden und dort, wo wir scheitern, zu ihm zurückzukehren und ihn um die Kraft zu bitten für einen weiteren Versuch. Das ist ein Teil der Botschaft, die wir im Monatsspruch für den Monat November hören, wenn Paulus an die Thessalonicher schreibt: So seht nun, haltet euch an die Liebe Gottes und haltet euch an Jesus Christus. Und so hat auch Wilhelm Maucher diesen Weg beendet mit einer großen Christusfigur am oberen Ende, auf die er verweist. Sie ist das Ziel dessen und sie ist zugleich der Ort, der uns Kraft gibt, den Weg zu gehen.
Sie uns Gott um Vergebung bitten. Vater im Himmel, wir bitten dich, sei du uns gnädig in all dem, womit wir deiner Liebe und deinem Willen nicht gerecht geworden sind, wo wir auch uns selbst und unsere Vorstellung von Gutem verfehlt haben. Wir dürfen zu dir kommen und finden bei dir Ruhe für unser Gewissen. Und wir bitten dich, gib uns die Kraft, immer wieder neu zu beginnen. Gib uns die Kraft, auch immer wieder anderen zu vergeben, die uns nicht gerecht geworden sind. Und gib uns die Kraft, auf die zuzugehen, denen wir wehgetan haben, die wir verletzt haben, und um Verzeihung zu bitten. Wir vertrauen darauf, dass du bei uns bist in diesen Situationen und uns deinen Segen dafür gibst. Amen. Gott aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Jesus Christus. Dieser Spruch aus dem 2. Thessalonicher Brief für den Monat November liegt jetzt unserer Andacht zugrunde. Wo könnte man sich besser neu ausrichten als an einem Punkt, von dem aus man einen Überblick bekommt? Wir sind hier an Vizegs Weitsicht, einem Aussichtspunkt über das Vorgebirge und über die Bonner und Kölner Bucht. Gott aber richte eure Herzen aus auf die Liebe zu Gott und auf das Warten auf Christus. Die Gemeinde in Thessalonich, der Paulus diesen Satz schreibt, ist in Bedrängnis. Sie ist irritiert, weil die Hoffnung, die sie hatten, war, dass es nicht mehr lange dauert und dann würde Jesus wiederkommen und dann würde endlich das eintreten, was sie erhofft haben. Sie würden in Gerechtigkeit und Frieden leben können miteinander und würden nicht mehr all die Sorgen um das tägliche Wohlergehen haben, in denen sie jetzt lebten. Nicht mehr die Unterdrückung, die Ausgrenzung, nicht mehr die Not, Essen und Trinken herbeizuschaffen für die Familie und die Kinder und den ganzen Hausstand. All das würde wegfallen und darauf hatten sie sich verlassen, dass das bald kommen wird. Und nun dauerte es und dauerte und dauerte. Und Paulus muss sie ermutigen und sagen, lasst nicht nach in eurer Geduld. Und vor allem bleibt standhaft in dem, woran ich euch orientiert habe. Bleibt ausgerichtet auf die Liebe zu Gott und auf das Warten auf Jesus Christus. Lasst euch nicht irritieren in der Hoffnung auf die Zukunft, von der ich euch erzählt habe, die Zukunft vom Reich Gottes. Auch wenn es noch länger dauert, es lohnt sich, an ihr festzuhalten und es lohnt sich, an ihr zu arbeiten, teilzuhaben daran, dass die Liebe Gottes Wirklichkeit wird in dieser Welt, teilzuhaben daran, dass die Welt ein Stück gerechter wird, dass etwas mehr Frieden herrscht. Nicht im Großen, das können wir an den vielen kleinen Orten, an denen wir sind, nicht. Aber bei uns, in unserem Leben, in unserer Beziehung zu unseren Nächsten, unseren Familienangehörigen, unseren Freunden und Bekannten, den Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit, den Menschen in der Nachbarschaft. Hier haben wir die Möglichkeit, so zu leben, wie wir gerne leben wollen. So zu leben, wie wir es in der Zukunft erhoffen, dass wir es können. Es quasi vorwegzunehmen, indem wir uns so verhalten, als wäre die Zukunft schon Gegenwart. Denn auch das gehört zur Botschaft Jesu. Da, wo ich unter euch bin, ist das Reich Gottes schon angebrochen. Daran festzuhalten, im Warten darauf, dass sich diese Gegenwart Gottes in unserem Leben ereignet, das können wir auch jetzt, 2000 Jahre später, tun, wenn wir wissen, dass das Ende und das vollkommene Reich Gottes nicht in der Zeit des Paulus gekommen sind und auch nicht in den Jahrhunderten danach bis jetzt. Es geht nicht darum, darauf zu warten, dass morgen alles anders wird, sondern es geht darum, heute schon so zu handeln, als ob alles schon anders wäre. Es geht darum, unserer Hoffnung Gestalt zu geben. Nicht zu warten und die Hände in den Schoß zu legen oder einfach mit dem alten Stiefel weiterzumachen, wir werden dann schon merken, wenn Jesus kommt, sondern jetzt damit zu beginnen. Gott hat keine Hände und Füße außer die unseren, sagt ein altes Wort der Kirche. Und ja, in unserem Leben
wird Gottes Leben und Gottes Wirklichkeit auch unter uns wirklich werden. Deswegen sind wir eingeladen, innezuhalten und uns neu auszurichten an diesem Wort, an der Liebe Gottes und an dem, worauf wir hoffen, dass es irgendwann vollkommene Realität werden wird. Die Möglichkeit, in Frieden und in gerechtem Ausgleich miteinander zu leben. Unter uns im Kleinen und auch im Großen. In Gerechtigkeit, was die Nutzung der Umweltressourcen angeht. In Gerechtigkeit, was die Verteilung der materiellen Güter angeht, die wir haben. Und im Frieden, das heißt nicht mit Einsatz von Gewalt, um das meine zu bekommen, das, was ich brauche oder von dem ich denke, dass ich es brauche, sondern im Gespräch den gerechten Ausgleich finden. Daran halten wir fest, seit Jesus, dass das unser Ziel ist, unsere Hoffnung ist, dass es gelingen kann. Und dazu lade ich Sie ein, sich jetzt im November die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken und sich neu zu orientieren an genau diesem Wort des Paulus. Gott aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Gebe Gott, dass das auch in Ihrem und unserem Leben Wirklichkeit werden kann, jetzt in diesem Jahr, in diesem Monat, in diesen Tagen. Lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesem November mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Segen. Amen.